Hallo ihr Schlingels. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video Jack Made Disney Puppenhaus mit den Ausgaben 78 und 79. Wir machen weiter. Wer sich noch erinnern kann, beim letzten Mal haben wir die Treppe gebaut. Die letzten Teile habe ich soweit schon vorbereitet. Ich kann euch sagen, die wird jetzt eingebaut. Aber wir gehen rüber an den Tisch, blättern ein bisschen durch die Hefte, gucken uns die Teile an und schauen, was wir heute tun dürfen. Vamos! Was ist da los? Klar, soweit. So, hier haben wir die 78 und die entsprechenden Teile. Da haben wir hier kleine Spieße für Donald sein, ja, keine Ahnung, Cocktail oder Essen. Ist jedenfalls für Donald. Das kann man ziemlich eindeutig erkennen. Das kommt einfach ja, zur Seite wie gewohnt. Wir haben hier eine Picknickdecke. Na gut, das könnte auch ein Teppich sein. Ja. Und wir haben 1, 2, 3 Böden, beziehungsweise einmal die Decke für die Aristocats und dann haben wir einmal den Boden für Donalds Zimmer und den Boden für das Zimmer der Schönen und das Biest. Und dann seht ihr schon, es geht, wie ich gerade schon gesagt habe, an den Treppen weiter. Jetzt warte ich natürlich noch auf das Geländer. Ich habe euch ja beim letzten Mal gesagt, mir fehlt eins der Geländer, und zwar das Geländer A. Ja, darauf muss ich noch warten. Das soll mich jetzt aber nicht daran hindern, die Treppe einzubauen, denn das Geländer kann ich ja auch später noch einbauen. Sobald es da ist, würde ich mich natürlich melden. Und wenn wir die Treppe eingebaut haben, bauen wir noch die restlichen Stück Leisten ein, die wir ja noch übrig haben und die wir noch nicht verbaut haben. Das machen wir dann und dann können wir die Decke einbauen. Dann haben wir quasi die dritte Etage erreicht, komplett geschlossen. Sehr gut. Achso, gucken wir hier gleich mal weiter. Zeitlose Geschichten in moderner Form. Hier geht es um die Schöne und das Biest mit 1, 2, 2 Doppelseiten. Und dann haben wir hier mal wieder ein bisschen was zum Lesen. Und zwar Oliver Twist, glaube ich, ist das, oder? Kann mich auch täuschen. Steinigt mich bitte nicht. Die Figur Oliver. Von der Art eine Katze. Freunde Dodger und die streunenden Hunde. Charakter unbekümmert, willensstark, mutig und eine Naschkatze. Besonderes Merkmal, schönes rotes Fell mit braunen Streifen. Erster Auftritt Oliver und Co. in den USA 1988 und in Deutschland 1989. Also Oliver und Co., nicht Oliver Twist, nicht verwechseln. Und dann haben wir hier einen Steckbrief über Woody aus Toy Story. Vom Typ eine Cowboy-Puppe, seine Freunde Buzz Lightyear, Charlie Naseweiß, Specky, Rex und die anderen Spielzeuge von Andy. Charakter eingebildet, ängstlich, leichtsinnig, besitzt das Temperament eines Anführers. Besonderes Merkmal, er spricht, wenn man den Faden an seinem Rücken zieht. Erster Auftritt Toy Story in den USA 1995 und in Deutschland 1996. Und das war's auch schon. Kommen wir zur Ausgabe 79. Da bekommen wir auch wieder eine Handvoll Teile. Gucken wir aber, wenn wir es auspacken, gucken wir uns das eh alles an. Und zwar bekommen wir schon die ersten Wände für Peter Pan sein Zimmer. Und wir bekommen einmal die magische Rose aus Die Schöne und das Biest. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir gucken uns das gleich nochmal im Detail an. Aber ich kann ja schon mal vorab euch das zeigen. Schaut euch mal das Teil an, das sieht richtig schick aus, ist der Knaller. Gefällt mir richtig, richtig gut, dieser Beistelltisch hier. Boah, war schon eine feine Sache. Ja, ihr seht, wir haben oder wir bekommen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wände und die müssen alle mit der entsprechenden Tapete beklebt werden und da müssen wir ein gutes Auge wahren und aufpassen, welche Tapete zu welchem Fenster gehört. Das Ganze muss dann entsprechend auch noch ausgeschnitten werden. Auch das kennt ihr schon, das werde ich euch maximal in einem Zeitraffer zeigen. Das ist jetzt nichts, was ihr nicht schon kennt. Mit dem Unterschied, dass das jetzt Kunststoffwände sind und keine Holzwände. Ja, und der Rest wird zur Seite gelegt, dann sind nämlich auch schon noch gleich die Fenster mit dabei. Und die entsprechenden Folien für die Fenster, aber das sollen wir noch nicht zusammenbauen. Also legen wir es zur Seite. Aber ich werde die Fenster trotzdem oben einfach mal für die Optik einsetzen. Noch nicht kleben, aber einsetzen. So, dann haben wir die Schöne und das Biest, die magische Rose. Da gibt es ein bisschen Infos dazu. Dann haben wir hier Peter Pan, ein multikulturelles Erbe.
Ah, das sind zwei Doppelseiten. Sehr gut. Und worauf ich mich am meisten freue, schaut mal, mit der nächsten Lieferung, jetzt können wir schon mal ein bisschen spoilern, wir machen das jetzt und nicht am Ende. Also erstmal gibt es die Fassadenverkleidung für außen von den Wänden von Peter Pan und wir bekommen endlich den Lampenschirm für Mickys Zimmer. Das Teil ist natürlich auch eine Augenweide, herrlich. So, da wir bei Ausgabe 78 ausschließlich das Haus hier brauchen, würde ich sagen, wir fangen mit 79 an, da sollen wir ja diese ganzen Wände bekleben und die Rose fertig machen. Also machen wir das direkt, dann ist das nämlich vom Tisch. Hier haben wir diese ganzen Tapeten, die müssen wir gleich noch mal ein bisschen aufteilen. Das ist natürlich, ja, man hätte es möglicherweise beschriften können, das wäre einfacher gewesen. Ich versuche mir jetzt die Wände einfach mal der Reihenfolge nach so hinzulegen, wie es in der Anleitung steht. Und dann versuche ich auch entsprechend die Tapeten zu verteilen. Ja, so wie ich das sehe, haben wir auch schon die kompletten Fenster hier. Also die eine Seite, das was dann raufgeklippt wird und auch schon die entsprechenden Folien. Warum wir es noch nicht einbauen? Tja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil erst die Außenseite. Genau. Die Fenster können ja noch nicht halten, wenn die Außenseite fehlt. Das macht ja Sinn. Also legen wir die auch zur Seite. Und dann haben wir hier diesen formschönen Beistelltisch. Das Ding ist ja Knaller. Also ich habe im Film noch nie auf dieses Detail geachtet, ob der wirklich so aussieht. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. So, dann soll die Rose hier reingeklebt werden. Das ist ja kein Hexenwerk, hoffe ich. Ich mache hier so ein Tröpfchen. Alles Kleber auf den Rosenstiel ganz unten drauf. Dann setzen wir die Rose hier rein. Und dann kommt die Glocke hier oben drüber. Und damit ist das fertig. Und damit kann das in das Accessoirebeutelchen von Die Schöne und das Biest. So, legen wir auch zur Seite. Blister ist leer. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die Tapeten noch entsprechend verteilen. Die soll so hier hin. Dann haben wir die von hinten auch nochmal beschriftet. Nö, die sehen alle identisch aus. Das macht es natürlich nicht leicht. Wartet mal. Wenn ich das richtig sehe, kommt das dahin. Ob das jetzt einen großen Unterschied macht, weiß ich nicht. Aber ich orientiere mich hier einfach an diesem weißen Streifen. Ich habe hier noch eine, die muss hier hin. Also wenn ich das richtig sehe, muss das so. Wir können auch die hier nochmal tauschen. Hoppla. So. Hier sind auch Hilfslinien drauf. Sehe ich jetzt auch gerade, nachdem ich es in der Anleitung gelesen habe. Schaut mal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt erkennen könnt. Ja, doch. Hier oben ist so eine Linie und hier unten ist so eine Linie. Für euch ist es jetzt umgekehrt. Aber das hier ist später unten, das ist später oben. Da sind so Hilfslinien. Und ja, das machen wir auch. Im Zeitraffer, weil Wände bekleben habe ich euch auch schon zuhauf gezeigt. Das machen wir hier im Schnelldurchlauf. Genauso wie das Abschneiden. Da brauche ich noch entsprechende Messer für. Und dann können wir loslegen. Dann habt ihr ja gesehen, wie wir das Ganze jetzt fertig gemacht haben. Also die Wände für Peter Pans Zimmer. Ihr habt auch gesehen, wenn du mich nochmal duzt, hau ich dir eine Delle in die Gewürzgurke. Das war relativ unspektakulär. Womit es jetzt weitergeht, ist tatsächlich im Haus und zwar mit der Treppe. Eigentlich würde jetzt hier unten
ja, oder würden jetzt hier unten die Geländer hinkommen, aber ihr wisst ja, dass hier fehlt und dementsprechend, ja, können wir das jetzt natürlich nicht einbauen. Aber nichtsdestotrotz, wir können diese Treppe hier schon einbauen und wenn die drin sitzt, dann können wir die restlichen fehlenden Leisten, die wir noch ja, zu kleben haben, einsetzen. Jetzt muss ich natürlich genau aufpassen, und zwar haben wir, hier ist sie, diese Leiste, muss ich bloß einmal gucken, diese Leiste hier soll, ist das so richtig oder doch lieber so rum? Ich würde sagen, so rum sieht schöner aus. Dann nehmen wir das, dann machen wir das. Macht ja auch Sinn, bevor wir die Treppe einbauen. Das machen wir auch wieder mit Alleskleber. Naja, muss ich nicht gleich wieder übertreiben. So, dann setzen wir das einfach hier rein. Das war's schon, tat gar nicht weh. Da können wir zwischendurch noch mal ein bisschen nachdrücken. Aber ansonsten... Ja, das Geländer macht jetzt auch keinen Sinn einzubauen, weil das andere hier noch rangesteckt werden muss oder rangeklebt werden muss. Die Treppe hatte ich schon mal drin, das heißt, da weiß ich, ja, dass das passt. Also können wir direkt hier anfangen zu kleben. So, und wir sollen hier unten diese schmale Kante. Besudeln, mehr ist es nicht. Und da soll das schon reichen. Na, dann hoffe ich doch, dass das auch reicht. Passend tut es auf jeden Fall. Ich werde jetzt auch gar nicht groß noch dran rumwursteln. Jetzt haben wir hier noch diese kleine, schmächtige, süße, goldige Leiste. Dafür werde ich jetzt aber Kunststoffkleber nehmen. Und, ja, das werde ich wahrscheinlich mit einer Pinzette ransetzen müssen, so filigran wie diese kleine Leiste hier ist. Dann setzen wir das Ganze hier mit ran. Nee, jetzt hat sich's verdreht. War das unten auch so schmächtig? Kann mich gar nicht dran erinnern. Aber bestimmt. Naja, Fakt ist, hier müsste theoretisch jetzt ein bisschen Gewicht drauf, weil das sonst hier vorne nämlich in der Luft hängt. Ah, was nehmen wir denn da? Haben wir da was Schweres? Weil mit der Zwinge, ja, da habe ich keine für. Da muss ich also eigentlich etwas Gewichtiges reintun. Ich drücke einfach noch ein paar Sekündchen und gucke derweil, wie es weitergeht. Und zwar mit dieser Leiste, die dann da noch mit rankommt. So würde ich jetzt meinen. Das ist die einzige, die jetzt noch so in der Größe übrig ist. Und dann brauchen wir wieder was von unserem Pappstreifen. Na, wie gut, dass ich mir ein bisschen was übrig gelassen habe. Wir brauchen hier bloß ein ganz kleines Klitzefitzelstückchen. Und wir brauchen die Sockelleiste hier für diese Ecke. Die machen wir gleich als erstes. Dann nehmen wir wieder Alleskleber für. Damit wir den Pappstreifen gleich ansetzen können, weil sonst macht das ja alles keinen Sinn. Das haben wir in der anderen Folge auch immer so gemacht, dass wir das Ganze daran angesetzt haben. Ein Stück Pappstreifen habe ich. Den setzen wir hier einfach rein. Ist natürlich auch doof, dass es nicht so hält. Das heißt, ich muss immer das Teil reinsetzen. Naja, jedenfalls die dran zu klebende Leiste, da kommt entsprechend Kleber dran. Sonst können wir es ja nicht kleben. So, das Ding rangepfeffert. Und dann... Uiuiui. Ich würde sagen, es liegt auf der Treppenstufe auf. Das ergibt Sinn.
Und es sieht sogar gut aus. Unfassbar, oder? Gut. Das waren ja jetzt noch nicht alle Leisten. Wir haben ja noch hier ein Klitzestückchen. Das kommt hier ran. Auch da brauchen wir den Pappstreifen. Als Maß aller Dinge. Aber hier jetzt noch Kleber drauf zu bekommen. Heidewitzka. Nicht doch. Da ist was drauf. Dann nehmen wir uns den Pappstreifen. Halten den hier ran. Und dann kommt die Leiste hier noch mit dran. Fertig. Jetzt haben wir die auch dran. Dann geht es mit den oberen Leisten weiter. Und zwar haben wir hier eine etwas kürzere. Die soll hier rein. Ja, sieht gut aus. Und abschließend haben wir noch diese Leiste für diese Ecke. So. Natürlich auch gespannt. Okay, die Licht. Genau hier dazwischen. Müssen wir die so ein bisschen reinquetschen. Aber das passt. Gut. Wie gesagt, das Zurechtrücken machen wir dann, wenn die Decke drauf ist. Denn die kommt auch schon als nächstes. So, Pinzette brauche ich erstmal nicht. Das Stück Pappstreifen brauche ich nicht. Wir brauchen die Decke. Die muss ich allerdings erstmal noch auspacken. So, die Decke liegt bereit. Der Holzleim liegt bereit. Das heißt, wir können jetzt die übrigen Flächen, wo jetzt quasi die Decke drauf liegt, mit Holzleim besudeln und die Decke einsetzen. So, Holzleim ist drauf. Und dann hoffe ich, dass wir das beim nächsten Mal dann auch noch fertig bekommen. Ja, jetzt müssen wir das Ganze hier noch schön einsetzen. Ich hoffe, das passt alles auch ganz reibungslos. Wir werden es sehen. Weiter rein. Wie ihr seht, hier ist anscheinend ein bisschen verschoben oder verzogen, weil das sieht hier ein bisschen knifflig aus. Jetzt passt das aber auch hier. Sehr, sehr stramm, das muss man ganz klar sagen. Vorne werde ich definitiv mit Zwingen arbeiten. Drüben natürlich auch. Na, Gott sei Dank, dass das bloß auf dieser Seite so ist. Wenn das nämlich auf der Rückseite wäre, da wird es dann schwierig, noch mit Leisten zu arbeiten. Das heißt aber, hier bleibt es frei. Da kommt wahrscheinlich die nächste Wand rein. Und gucken wir mal. Die Treppe ist hier so ein bisschen schief. Aber die Leisten sind auch oben bündig. Das sieht soweit ganz gut aus. Wunderbar. Ja, das war's. Das Einzige, was wir jetzt noch theoretisch hätten, wäre, dass wir hier die Fußböden obligatorischerweise hier mal drauflegen. Also der würde jetzt hier hinkommen. Wenn ich die jetzt auspacke, dann stauben die mir auch zu, bis ich die tatsächlich möglicherweise erst brauche. Deswegen lassen wir das. Hier habe ich ja auch noch den Teppich dazwischen, den muss ich auch noch separat packen. Das heißt, das legen wir erstmal alles noch zur Seite. Legen wir es einfach hier drauf. Das ist doch auch ganz... Ja. Das sieht gut aus. So, was ich jetzt... Ah gut, hier haben wir ein bisschen Spaltmaß. Das hoffentlich ist nachher nicht so dramatisch. Wir werden es erleben. Ja, wie gesagt. Was ich jetzt noch einmal machen werde, wird die Wände sein von Peter Pan, dass ich die hier einfach nur mal für mich drauf stelle. Oder komm, ich mache das jetzt noch mit euch. Wir werden es mal beim nächsten Mal möglicherweise dann auch schon komplett draufsetzen. Aber wir können ja mal gucken. Man ist ja neugierig, nicht? So.
sitzt auch anscheinend sehr stramm. So. Dann kommt das hier. Das sitzt auch. Dann kommt das hier. Schwupp. Dann haben wir dieses. Na, gut. Sehr schön. Und das kommt da noch hin. Ja, also nehme ich mal an. Macht für mich so Sinn. Steht zwar noch nichts davon in der Anleitung. Ich könnte auf der Rückseite von dem anderen Heft gucken. Vielleicht sehe ich da schon was. Man ist ja neugierig, ich sag's euch. Ja, aber das scheint richtig zu sein, wenn ich dem Vorschaubild trauen darf. Ja, ihr seht, es geht mit großen Schritten voran. Wir hätten jetzt hier noch die Fenster, die jetzt hier noch mit reinkommen. Die sind auch schon da. Die könnte ich jetzt möglicherweise auch schon zusammenbauen. Wir wissen ja, wie es geht. Und ich denke, das wird nun auch keine Überraschung sein, wenn wir das nächste Mal machen. Nur einsetzen eben noch nicht. Aber wir haben ja jetzt auch in den letzten beiden Folgen oder den letzten drei Folgen wieder sehr, sehr viel zu tun gehabt. Deswegen reicht das dann jetzt auch. Wer weiß, wie viel wir beim nächsten Mal wieder tun dürfen. Ich werde jetzt hier bloß den Holzleim noch ein bisschen verstreichen, nicht, dass wir hier nachher eine Wulst drauf haben und das nächste Stück nicht mehr drauf bekommen. Oh, hier in der Mitte muss ich auch noch eine Zwinge drauf machen, sehe ich jetzt gerade. Na gut, dass ich das nochmal erfüllt habe. Wunderbar. Ich freue mich drauf. Jo, ihr kleinen Schlingels. Das war's mit Ausgabe 78 und 79. Und ja, mit der nächsten Ausgabe bekommen wir ja dann schon Ausgabe 80. Das bedeutet, wir sind nur noch 40 Ausgaben vom Ziel entfernt. Das ist doch nicht möglich, das kann doch gar nicht sein. Das klingt doch sehr vielversprechend. Und ja, das letzte Drittel kann man sagen. Und wir sind ja jetzt auch schon beim Dachgeschoss quasi angekommen. Apropos Dachgeschoss, ich werde mir das T-Shirt gleich wieder ausziehen. Das ist nämlich unfassbar warm hier. Denn wir wohnen ja auch in einem Dachgeschoss. Mit Sauna. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit den Ausgaben 80 und 81 oder so. Schauen wir mal. Ich muss erst mal gucken, wie viel Arbeit da auf uns zukommt. Jedenfalls bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.